Hallo und herzlich willkommen zu Gaming Dog Beats 1.9 Minerale. Und wir sind wieder auf unserem kleinen Server da. Und das letzte Mal haben wir ja jede Menge Ender Pearls gefarmt. Und da wir jetzt jede Menge Ender Pearls haben, machen wir uns um jede Menge Eis auf Ender. 11 Stück ist, glaube ich, gut zum Anfangen. Und jetzt hätte ich mal gesagt, nehmen wir uns einmal eine Richtung vor. Ich habe gerade noch ein Lava-Bucket mit, was aber glaube ich gar nicht so schlecht sein könnte. Aber schauen wir mal, in welche Richtung das sein soll. Moment, gehen wir dann einen Schritt weiter weg ins Offene. Wir müssen jetzt sehen, wo es hinfliegt. Ist das Ding jetzt komplett nach unten gestartet? Na, oder? Probieren wir das Ganze nochmal. Okay, die Richtung. Und dann war es jetzt auch, wo wahrscheinlich die zweite ist. Yep, da liegen sie. Okay, wir wissen die Richtung ins Wasser. Mit Wasser haben wir wenig Probleme, wir haben nämlich ein Boot. Und Wasser ist weit und offen, da können wir mit dem Boot fahren und hin und wieder die Pearls verwenden und schauen wir mal, ob wir es vielleicht die Folge schon finden. Wir haben 11 Ender Pearls, es geht nachher nur um die Koordinaten. Wenn wir die Koordinaten haben, dann bauen wir da eh. Ah, dann ist es jetzt perfekt, dass ich natürlich ein Lava-Bucket mit habe. Weil mit einem Lava-Bucket kann man nämlich Smoothstone aus Wasser machen. So, wir brauchen eh die Dinger, aber zum Einsteigen nehmen wir mal was anderes. So, dann fahren wir mal ein bisschen in die Richtung. Und schauen wir mal über den Meeresboden, denn es könnte ja sein, dass man unter Wasser was sieht. Wie zum Beispiel das Ding, was ist das? Ich muss mich jetzt leider gerade sehr vorlehnen in die Kamera. So, schauen wir mal, wohin geht's denn von da aus? Immer noch die Richtung. Jetzt ist leider zerbrochen. Okay, weiter geht's in die Richtung. Da drüben haben wir einen Hügel. Das ist schon einmal wieder ein gutes Zeichen. Okay, es hat jetzt leicht die Richtung geändert oder wir haben leicht die Richtung geändert. Perfekt. Wir sind immer noch in die richtige Richtung unterwegs. Ist es vielleicht erst auf der Sandinsel da, auf der kleinen? Wie man sieht, ich mache das in recht kurzen Abständen. Jetzt wollen wir wirklich zu der Insel her und da schauen wir jetzt nochmal, wenn wir dann da drauf sind. Wenn es dann retour geht, dann weiß sie, in welche Richtung ich graben muss. Da gehen wir jetzt da auf, weil das ist mal super. Na, geht immer nur in die Richtung.
So. Es wäre verdammt cool, wenn wir das jetzt schon finden und jetzt wird es eine Nacht. Das heißt, wir können noch mehr Enderpearls farmen. Im Moment. Na, die ist leider zerbrochen. Es ist aber recht weit weg, ist nächste. Nur ich glaube, schön langsam soll es ja dann doch. Schön langsam sollten wir dann doch mal was finden. Nope, es steigt immer nur nach oben. Die Suche nach dem Endportal. Vor allem, wenn wir das Endportal gefunden haben, braucht man ja die Pearls auch noch. Deswegen will ich eigentlich ja gar nicht zu viele davon verwenden. Jetzt rennen wir mal ein ordentliches Stück in die Richtung. Es ist echt weit. Vor allem, es springt ja oder es geht ja immer zum nächsten Portal. Das heißt, es wechselt ja auch nicht einfach so die Richtung, sondern es geht ja gezielt dorthin. Aber da haben wir ein Ravine. Geht es zufällig Richtung Ravine? Sondern haben wir da noch wieder eine Stadt gefunden, obwohl ich glaube, die Stadt haben wir schon mal gefunden. Uah, ich muss was essen. Das ist ein Zombie-Villager. Sehr schön, da bitte das Eye of Ender wieder haben. So. Es geht immer noch die Richtung. Das Ding ist verdammt weit weg. Hier hätte man das viel näher erhofft, erwartet oder erwünscht. Okay, ich habe jetzt gerade gemeint, das Ding hat wirklich eine Wache, dabei haben die da ein Skelett in voller Lederrüstung. Aber ich muss in der Stadt jetzt einmal kurz schauen, da ist nämlich ein Schmied. Was hat denn der Schmied so in seiner Kiste? Jede Menge Äpfel. Iron Pickaxes und ein Diamond. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Kiste. Vor allem hat er da vielleicht noch was drin. Na, aber wir haben ja ein bisschen Gold daheim. Und das heißt, wir können uns jetzt dann noch mehr Golden Apples machen. Und da sind zwei Endermen.
So, und jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wo ich hinkehre. Scheinbar immer noch die Richtung. Ja, dann können wir am Weg hier wirklich die Enderman mitnehmen. So, jetzt muss ich definitiv mal regenerieren. Da drüben sind drei Stück. Warte. Ich sollte wirklich nicht in der Nacht unterwegs sein, eigentlich. Was pfeift denn da gerade? Jetzt vorkommen, ich habe gerade was pfeifen gehört. Ich hoffe, das war jetzt nicht das Mikro oder sonst was. Okay, wir haben unser Pearl wieder aufgeklaubt und das geht immer noch weiter in die Richtung. So, herum am Berg sieht man wieder gut, wo es hingeht. Das ist, glaube ich, das längste, was ich jemals nach einem Portal gesucht habe. Ich weiß immer noch nicht, ob man die Höhe davon ansagen soll, wie weit man weg ist. Aber jetzt können wir wieder zum Wasser her. Und jetzt haben wir aber kein Boot. Ha. Was machen wir jetzt ohne Boot? Hoffen, dass es da jetzt genau unter uns ist. Es ist jetzt da noch unten gegangen. Jawohl. Das heißt, wir fangen da an, nach unten zu graben. Und uns dann die Koordinaten aufzuschreiben. Sollte als erstes machen. Die Koordinaten retour habe ich da noch vor mir. Die Koordinaten zum Spawn habe ich genauso. Und jetzt die Koordinaten von dem Eingang, den machen wir jetzt mal etwas beleuchteter. Natürlich habe ich das jetzt geschafft, dass sie das so damals Sand, damals Sand, damals Sand, damals Sand und damals Sand. Okay. Ach, Efficiency Pickaxes sind so angenehm zum Graben. Wir haben sogar schon das Fortress gefunden. Jetzt müssen wir aufpassen wegen Silverfish. Moment, dann nehmen wir jetzt das Sandstone, den wir da haben. Obwohl, wir haben ja genug Cobble, aber Sandstone sieht man jetzt leichter.
Wenn wir jetzt nämlich für einen Block länger brauchen wie erwartet, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Silberfisch. So, und jetzt muss ich mir da wirklich die Koordinaten aufschreiben. Von dem Eingang da vorne und danach vom Portal. Und vom Portal sind aber alle wichtig. Da sind jetzt, naja, ich schreibe mir sowieso alle auf. F3, da sind wir auf. Schreibe mir den Portal auf. So. Minus 810. 59 und 1538. So, legen wir den Zettel da wieder her, obwohl Zettel ist etwas überbewertet. Und Moment, ich muss da noch was für mein Gemüt machen. Ich habe ja immer drei nach unten gegraben, aber. Da kommt mir ein Zombie entgegen. Hallo Zombie. Ich frage mich, wo mich der Zombie bitte schon gesehen hat, dass er zu mir her pathfinden kann, aber. So, da machen wir noch einen zu die Wand. Und ab da ist mir es dann egal, wie gut die auf und ab kommen, weil das sind zwei, drei Blöcke, was das da sein, die wichtig sein. So, und jetzt fängt das große Gesuche nach dem Portal an. Ups, ich brauche unbedingt meinen Bogen auf dem Slot. Warum ist jetzt nicht geschossen? Wer hat der Bogen? Ah, das Skelett ist einfach ein Prisoner, Alter. Okay. Und ich sollte unbedingt Sachen beleuchten. Okay, in der Richtung ist schon einmal nix. Und will ich da retour gehen? Na, definitiv nicht. Mit dem Oakwood. Dafür tue ich mal wirklich gerade den Ding weg. Okay. So, da gehen wir wieder retour. In der Richtung war also nichts. Da tun wir jetzt mal links und rechts Oakwood her zum Markieren. Dann haben wir da oben einen Weg. Und habe ich Kohle? Na, habe ich natürlich nicht. Was brauche ich denn nicht? Ich brauche definitiv keine Ledertunik und keine Lederboots. Und das sollte ich auch nicht da herhauen, sondern das machen wir jetzt mal mit richtigem Stil. Aber da ist Kohle. Und das ist ein Silberfisch, der ist da. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal da. Ah ja, das ist ja auch noch ein Fortune 4 Pickaxe und. Na, ein Fortune 2 Pickaxe. So, ihr braucht dann keine Spider-Eyes. Danke. Dann machen wir uns nämlich nur ein paar Fackeln. Und zwar. Ah ja, wir haben ja Ender Pearl, das heißt, wir können, wenn wir ein Auge zu wenig haben, einfach hin und her laufen schnell. Ah ja, und das machen wir jetzt auch noch zu unserem Abfalleimer. So, so, so. Die einen da haben wir auch weg, für die Markerverwendung. Und jetzt machen wir uns noch ein paar Torches.
Wir haben jetzt nämlich gerade sehr viel Zeug abgekriegt. Sehr viel Kohle. Und die zwei Torches können wir da auch gleich anpflanzen. Und da ist auch ein totes Ende. Oder Dead End, wie man so schön sagt. Dann bleibt uns leider eine Option und das ist das da. Ah, okay. Okay, da ist ein Fountain. Fountain ist meistens ein gutes Zeichen. Und da ist noch ein Fountain. Okay. Aber meistens geht ein Fountain direkt zu zum Ding. Zum Portal. Und jetzt nehmen wir da den High Ground. Was hat denn das Skelett bitte für eine Sniper-Fähigkeiten? Der ist ja voll schlimm. So, und jetzt nehmen wir da mal die linke da oben. Da ist wieder ein Skelett. Okay. Da dahinter wirkt es nicht mehr, wie wenn es so viel weitergeht, aber da haben wir wieder komplette Abzweigung. Ah, aber da ist noch ein zweiter Teil. Da können wir vielleicht hin, wenn wir weitergehen, in unterschiedliche Richtungen. Da ist unsere erste Kiste. Was hast du dabei? Gold. Wir finden ja noch eine komplette Eisenrüstung, wenn wir so weitermachen. Da haben wir noch eine Spinne drin. Die kann aber gerne drin bleiben. Ah, die könnte uns aber da von hinten erwischen. Da hat sich die Ravine durch das Portal oder durch das Fortress da durchgearbeitet. Oh, und wir sind schon auf 22 Minuten. Wir machen in dem Fortress aus und wir suchen das nächste Mal da weiter. Deswegen sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder von den Kameraden. Ciao, ciao.